Hallo und zurück zu einer weiteren Folge. Diesmal ein kleines Highlight im Sinne von ich spiele mal bzw. ich starte mal ein Let's Play um 22 Uhr mitten in der Woche. Aber morgen ist ja Freitag, daher verkrafte ich das mal. Wobei ich schon heute überlegt habe, heute mal eine kleine Pause zu machen, aber ja, die Sucht ruft dann doch. Das kleine Spiel weiß doch einen zu fesseln. Halt diese typische Diablo-Sucht. So, hier sind gar keine Gegner. Ja. Weil ich hier ja nach unten wollte. Trotzdem fasziniert mich gerade, dass ich hier auf gar keine Gegner treffe, weil die doch normalerweise eigentlich respawnen. Naja. Oh, das sieht hier hübsch aus mit Wasserfällen. Na, es sind wieder Gegner. Kann ich die treffen? Ja. Was ist denn das hier? Eine Elementar? Ja, Tatsache. So, gehen wir jetzt wieder nördlich. Ja, den einen Gegner mache ich hier noch. Den erledige ich noch. Oh. Da fängt dieser Teil ja gut an. Nämlich mit einem Stufenaufstieg. So, Stärke wollte ich erstmal auslassen. Magie kann ich eigentlich auch auslassen. Ich mache nur mal die beiden jetzt noch gleichmäßig einigermaßen. So. Und hier, das kann ich ja noch nicht machen. Das geht aus ab Level 20. Was sind wir mittlerweile? Wir sind Level 17. Da mache ich wieder meinen explosiven Schuss. Da haben wir dann 5 Meter Reichweite. Okay. Beziehungsweise in einem Umkreis von 5 Metern machen wir noch Flächenwirkung. Oh, der hat einen Diamant fallen lassen. Beziehungsweise ein Ember. Nein, es war eine Halskette. So, hier geht es gar nicht weiter, also geht es jetzt nur noch Richtung Norden. War ganz gut, dass ich da unten das Gebiet noch erkundet habe. Die Gegner erledige ich mit einem Schuss. Ich wäre fast gestorben. Oh, 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 oh. Da habe ich jetzt geträumt. Oh, wie viele Erfahrungspunkte ich jetzt auf einen Schlag bekommen habe. Ja, so schnell kann es gehen. Ich bin mir sicher, ich werde, auf jeden Fall werde ich einmal sterben. Das steht schon fest und ich bin auch sicher, dass ich dann... dass mir das auch in dem Sinne unbeabsichtigt passiert. Das heißt, weil ich in dem Sinne geträumt habe. Weil ich nicht hier unten hingeschaut habe im Kampf. Das ist schon teilweise heftig. Wir schnetzeln uns hier relativ gut voran. Und auf einen Schlag treffen wir auf einen Gegner, der uns hier ziemlich viel HP auf einmal absaugt. Während die anderen kaum Kratzer bei mir anrichten. So, hier ist ein Händler. Da schauen wir mal rein. Und verkaufen auf jeden Fall unsere Gegenstände. Erstmal alles identifizieren. Nur grüne Gegenstände, da kann ich eigentlich eiskalt einfach verkaufen. So, das hier interessiert mich noch. Diese Halskette, die scheint wertvoller zu sein als das, was ich trage. Plus 2 Verteidigung, plus 53 Leben, erhöht elektrischen Schaden.
Wobei, da behalte ich lieber die andere Halskette, da habe ich nur 3%. Die gehöre schon zu magischen Gegenstände zu finden. Ja, da behalte ich die andere. So. Ja gut, da wollen wir es nicht weiter anschauen. Das hier ist auch nicht so wirklich prall, deshalb weg. Ah, die Diamanten kaufe ich mir auf jeden Fall. Ah, jetzt können wir auch verkaufen. Das ist einfach nur Müll, was mein Haustier eingesammelt hat. Ein Stadtportal können wir ruhig mal ins Inventar setzen und damit hat sich hier alles erledigt. So. Ich versuche jetzt auch mal öfter unten auf meine HP-Leiste zu schauen. Ja, jetzt hat er bestimmt wieder Mist eingesammelt, weil ich aus Versehen auf Gegenstände geklickt habe. Ja, das hier ist Mist. Ja. Ein Schuss und weg ist er. Ich überlege schon teilweise, um auch irgendwo Gesprächsinhalt zu haben, bei diesen Let's Play Folgen stellenweise sogar von meinem Buch zu sprechen, beziehungsweise von den auf der von aktuellen Thema beziehungsweise Seite, auf der ich mich befinde. Da bin ich noch an überlegen, vielleicht mache ich es, vielleicht auch nicht. Nicht, dass es ganz ansonsten ausartet. Ich bin ja auch ein Fan von Sachbüchern. Aber bin auch nicht ganz Romanen abgeneigt. So empfehle ich zum Beispiel das Buch Blade Runner, wo ich anfangs nur den Film gekannt habe. Das Buch ist stellenweise anders, aber auch sehr nah am Film, finde ich, beziehungsweise kam ja zuerst das Buch raus und dann der Film. Aber es hat ein paar Details, die im Film nicht behandelt wurden, was das Buch damit sehr nett macht. So, hier ist dieser Typ, der mir von das Mana relativ schnell abgesaugt hat. Macht er jetzt auch wieder, wie man sieht. Nicht Mana, sondern meine Trefferpunkte. So. Ich fange schon jetzt teilweise an von Buch zu reden, wie man gerade gemerkt hat. So, wir haben jetzt einen Punkt, kann ich hier gar nicht rein verteilen. Können das hier nochmal einmal aufstufen. Oder kritischen Schaden, ist natürlich auch schön. Da haben wir mal kritischen Schaden auf Maximum. Nee, wir machen hier einen Punkt rein. So. Bei der Gedanke gefällt mir sehr, Let's Play mit Literatur zu verbinden. Ah, hier ist so eine Schatztruhe als Falle. Oh, hier liegt viel Zeug rum. Erstmal das Gold einsammeln. So. Vielleicht mache ich das ja. Da muss ich mir aber nebenbei so eine Art Skript anfertigen. Oh nein, mein Inventar ist voll. Wie schnell wir sind erst am Anfang der Folge aufgestiegen und meine Leiste ist schon wieder über die Hälfte voll, meine Erfahrungsleiste. So, Identifikation. Da haben wir mal einen blauen Gegenstand. So, Charakterübersicht. Nein, ich brauche das Inventar meines Haustiers. Weil ich das dann auch gleich hochschicke. Hier mal schon die nächstgrößere Stufe antränken. Das hier ist Müll. Ja, danke schön. Das wollte ich nicht. Das auch nicht. So, das kommt dahin. Stadtportalrolle kommt dahin. So.
So, grüne kann man bedenkenlos verkaufen. Was ist das? 208 Schaden. Auch nicht so toll. So, was haben wir hier sonst noch? Nicht viel, dann schicke ich ihn jetzt einfach mal hoch. Und räume hier weiter auf. Na? Kannst nicht anklicken? Ah, jetzt. So. Ja, ich muss wirklich sagen, dass der Gedanke mir gefällt, das mit den Büchern. Vielleicht probiere es mal in der nächsten Folge. Da ich aktuell wieder jeden Abend ein Buch lese. So, Gesundheitstrank. Warum habe ich eine Quest erledigt? War wahrscheinlich wieder so ein Mini-Mini-Boss, sage ich mal. So, ansonsten liegt hier nichts Wertvolles rum. Hm, wie Spinnen mag. Bam. Da oben lag jetzt der Stadtroller, die ignoriere ich, weil ich von denen eh viel zu viel habe. Die nehmen mir mittlerweile sogar nur mal den Platz weg. Die hier blocken teilweise meine Schüsse. Na, statt Portalrolle lasse ich mal liegen. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt. Ich habe ja vergessen, dass mein Tier unterwegs war. Und um mal ganz kurz auf das Buchthema zurückzukommen. Aktuell lese ich tatsächlich ein, naja, trocken würde ich nicht sagen, ist schon relativ ein lockeres Sachbuch, würde ich mal behaupten. Ich überlege gerade, ob ich jetzt genau auf den Titelnamen komme. Ach ja, ist im Prinzip, na, ich komme nicht ganz drauf, aber vom Inhalt her ist ein Buch, das einfach nur die Allgemeinbildung steigen soll, beziehungsweise Allgemeinwissen. Finde ich immer ganz nett sowas, deswegen, beziehungsweise habe ich ja ein Kindle und da fand ich momentan gerade die Leseprobe ganz nett, deswegen werde ich es mir wahrscheinlich auch komplett holen. Es sind ja ganz interessante Themen drin. Über Sachen, die man wissen sollte. Beziehungsweise in der Schule schon mal gelernt hat, aber mit der Zeit wieder vergessen hat. Ja, wie gesagt, da muss ich mal mir nochmal eine Nacht drüber schlafen. Es gefällt mir schon der Gedanke. Andererseits schaut ihr auch ein Let's Play, um das Spiel zu sehen und nicht mir zuzuhören, wie ich über irgendein Buch philosophiere. Und daher muss ich mir das nochmal überlegen. Unsere Ausrüstung haben wir aber auch ganz schön lange. Das ist so eine Falle, so wie die da steht. Mir fällt jetzt auch auf, hier gibt es noch richtig schöne Lichteffekte. Wenn man hier die Truhe beobachtet, wie da Schatten wandert. Mal drauf schießen. Na, doch keine Falle.
Genau, wir haben jetzt so eine riesengroße Spinne. Ich glaube, wir steigen gleich nochmal auf. Bin ja relativ fix. Oh, hier kann ich ruhig mal meine Explosion mehrmals anwenden und hier alles freiräumen. Und schon habe ich alles erledigt. Ja, mal schauen, ob es ausreicht, ob wir noch hier aufsteigen werden. Ah, hier ist eine ganze Menge an Gegnern. Hier auch nochmal rein, zack. Na gut, habe ich nur einen erwischt, das war jetzt nicht so taktisch klug. Aber wenn man unten mal sich anschaut, wie schnell sich meine Mana wieder auffüllt, meine Mana-Punkte. Ach, hier haben sich noch welche versteckt. So. Aus dem Grund brauche ich eigentlich auch keine Mana-Tränke mitzuschleppen. Ja, das war nicht getroffen. Ich habe bestimmt wieder Müll eingesammelt. Mal kurz im Inventar reinschauen. Nee, sieht eigentlich soweit gut aus. Da schicke ich mein Haustier gleich wieder los. Ah, das hat Müll eingesammelt. Das Haustier hat Müll eingesammelt. Das behalte ich. Das so. Identifizieren. Ach, das ist nicht so schön. Und das sind grüne Gegenstände, da gucke ich das gar nicht drauf. Bogen, grün, interessiert mich nicht. Und weg. Ja, sind wieder viele Fledermäuse. Sicher, dass wir auch gleich am Ende angelangt sind. Oh ja, Tatsache, das sind wir doch schon. Na gut, 17 Minuten die Folge, gar nicht mal so schlecht und wir sind fast aufgestiegen. Ich gehe jetzt mal hoch noch in die Stadt, weil ich noch viele Diamanten bzw. viele Embersteine gefunden habe. Und vielleicht können wir die bei uns einsetzen bzw. ein paar Steine aufwerten, bevor wir sie einsetzen. Doch noch relativ viele Gegenstände haben, die noch gesockelt sind. Ja, das nervt hier ein bisschen, dass hier einfach nur ein riesen Müllhaufen rumliegt, aber ich habe jetzt keinen Bock da aufzuräumen. Achso, hier kann ich auch eine Quest abgeben. Ja. Und da ist sogar unser Stufenaufstieg. Also haben wir es doch in dieser Folge geschafft. Wunderschön. So, jetzt gebe ich hier noch einen Punkt drauf. Da haben wir ein Maximum erreicht. Mehr geht nicht mehr. Wie viel haben wir noch Platz? Dann kaufen wir hier noch die Edelsteine. Oh, die bietet relativ viel an. Kann ich gar nicht alle aufsammeln. Da muss ich mal so sogar mal machen. Oh, jetzt habe ich sie aus Versehen verkauft. Dankeschön. Ich wollte sie eigentlich in das Inventar meines Haustiers legen. Zwei Plätze brauchen wir noch. Zack, zack. So, verkaufen, 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 verkaufen. Und verkaufen. Was ist das? Rüstung 40. Das ist gar nicht mal so schlecht. Kommt in meine Sammlung rein. So, mal schauen, ob wir was tragen können. Wir sind nämlich schon zwei Stufen aufgestiegen. Ich glaube, vor zwei Stufen haben wir das letzte Mal hier reingesehen. Kann man nicht tragen. Das könnten wir tragen, hat aber nur 6. Ich muss mal gerade gucken. Ist immer schwer zu sehen, was ich gerade trage und was. 4 haben wir. Das, 14. 4.
Rüstung 4. Wenn ich hier drauf gehe, steht hier Rüstung 6. Verstehe ich gerade nicht. Plus 4 Blitzwiderstand. Plus 4 Giftwiderstand. Kann man das auch nochmal gerade... Ach so. Mann, ich bin so doof. Das ist ja hier... Ja, deswegen. Sieht immer aus wie ein Gürtel. Das ist mir schon mal hier passiert im Spiel. Aber im Prinzip ist das nichts anderes als so eine Haarbinde, dachte ich ja. Ach, das ist so billig. Das könnte ich eigentlich verkaufen. Dann bringt mir nichts. Das können wir jetzt verwenden. 351 Schaden, aber da ist unsere Waffe auch gerade aktuell viel besser. Nee, da behalte ich das, was ich gerade anhab. Das hier ist jetzt neu. Das können wir tragen. Ich werde das wahrscheinlich auch eventuell anziehen. Mal durchlesen. 14 Rüstung, erhöhte Giftschaden um 25%. 3 Schaden wird zurückgeworfen. Das hört sich gut an. Plus 10 Blitzwiderstand und plus 16 Giftwiderstand. Hohe Werte. Plus 7 Fähigkeiten, erhöhter elektrischer Schaden, 15% Chance, erhöht Feuerschaden. Ich mache das mal einen Schnelldurchlauf. Für euch bestimmt auch lange, wenn ich alles im Detail vorlese. Ich entscheide mich dafür schon allein, weil es cool aussieht. So. Na, ja, sieht doch nicht so cool aus. Jetzt sehe ich aus wie ein Monster. Super. Aber ich mache vor allem die hohe Resistenzen vor Blitz und Gift an und dass 3 Schaden zurückgeworfen wird. Ist jetzt nicht viel, aber... Ne? Und 19 Rüstung ist es auch nicht mal so, ne? So, was haben wir? 244. Oh, aber kann ich nicht tragen. Da brauche ich Stärke. 25. Muss ich mal gucken, wie meine Charakterwerte sind. Vielleicht werde ich ansonsten doch einen Punkt reinsetzen. Ja gut, den Rest können wir nicht tragen. Doch, das können wir jetzt auch tragen. Das werden wir definitiv anziehen. Plus 6 Rüstung, 8% erhöhte Zauberrate, 6 zerstörte Rüstung pro Treffer, 2% mehr Gold. Plus 12 abgesaugtes Leben pro Treffer. Das ist natürlich cool. Plus 4 Magie, erhöhte Giftschaden um 5% und nochmal Blitzwiderstand und Eiswiderstand. Eindeutig, das Teil ist eindeutig besser. Als das da. Und das kommt hier in meine Sammlung rein. Hat mir treue Dienste geleistet. Deshalb rein damit. 25 Stärke benötige ich. Da werden wir jetzt mal gucken. Um diesen einen Gürtel tragen zu können. Stärke 22. Da kann ich durchaus mal vielleicht das nächste Mal... Mal muss ich mir überlegen. Wobei so sehr lohnt sich das eigentlich gar nicht. So, ich wollte hier noch meine Kiste reinschauen. Zack, 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 zack. Erstmal alles anordnen. Und dann so. Da, das ist auch ein Stein, den hatte ich bisher noch gar nicht gefunden. Sieht aus wie ein kleiner Totenkopf. Ja, ist auch ein Totenkopf. So, das kommt da rein, das kommt hier so rein, das kommt da rein. So, jetzt mal gucken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Können wir auf jeden Fall veredeln. Das nicht. Ah, hier oben bestimmt doch auch. 1, 2. Ne, 1, 2, 3. Da fehlt mir immer noch einer. 1, 2, 3, 4, das können wir veredeln. 1, 2, 3, 4, da können wir auch einmal veredeln. Aber da ich keinen Platz mehr im Inventar habe, muss ich erstmal die Steine hinbringen. Wo war das nochmal? Ich glaube bei Ihnen, Verschmelzungsmeister, ja. So. 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier. So, wo haben wir eigentlich noch Plätze frei? Oh, mein Helm, schön. Eigentlich so gut wie fast alles. Plus 7 Feuerwiderstand noch. Das ist natürlich auch gar nicht mal so schlecht. Plus 9 Rüstung. Muss ich mir noch überlegen.
Das ist immer diese Gier, dass man die nochmal aufbessern will und eigentlich was einsetzen will, wirklich, wenn sie ein Maximum erreicht haben. So, weg, weg. Und hier konnte ich ja auch nochmal 1, 2, 3, 4, genau. Ups. Das wollte ich nicht. Das kommt raus. So. Kann ich ja eigentlich diese Einfahrtränke zu großen machen? Wie spalte ich hier das auf, sodass ich... Ah, keine Ahnung. Ja. Okay, dann halt nicht. Ich hätte jetzt gern getestet, ob ich die jetzt... Ich kann ja einfach mal hier 20 nehmen und da 20. Tatsache, funktioniert. Jetzt habe ich so nur ein einziges großes gemacht, oder wie? Na gut, das dauert zu lange. Das habe ich jetzt keinen Bock drauf. So. Und ansonsten wäre er soweit bereit. Das tun wir wieder hier weg. Und muss man hier schauen, kann ich eigentlich den hier mit den hier kombinieren? Das würde mich so interessieren. Rein, rein. Ja, ich hab's geahnt. So, dann können wir mal schauen, ob wir hier noch weitere Sachen haben zum Aufsteigen. Das ist eigentlich für Sachen. Hä? Hier steht gar nicht, was das für ein Ember ist, sondern einfach nur. Oh, haben nochmal 2 plus Chance auf kritische Treffer. Wenn ich die nochmal einsetze, plus meiner Fähigkeit, was meine kritische Treffer schon steigert, wäre das ziemlich heftig. Mache ich das? Ach nö. Boah, hebe ich mir auch. Wobei andererseits kann ich die vereinen. Ach nee, komm. Zack, wir gehen wieder runter. Passt schon. Das passt schon so, wie es ist. So, und dann speichere ich jetzt auch ab. Wir haben jetzt komplett eine neue Rüstung angelegt, sind einmal aufgestiegen. Ich denke, da werden wir jetzt auf nächste Ebene ordentlich aufräumen. Na, komplett, nicht komplett neue Rüstung, aber diese Schulterrüstung, Schulterpolster plus mein Helm, der auch wiederum neu ist, da dürfen wir weniger Schaden wegstecken. Also, bis zur nächsten Folge. Bis